Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Operation ja, aber bitte ohne Schmerzen, so wünschen wir es uns, wenn ein Eingriff bevorsteht. Und nicht nur das, wir möchten keine Angst haben und wir möchten sicher sein, dass wir später auch wieder aufwachen. Anästhesisten kennen diese Wünsche und Befürchtungen und sie wissen ganz genau, was da zu tun ist. Bei mir ist Dr. Armin Frank, er ist Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin an der Asklepios Klinik Bad Oldesloe. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, sehr gerne. Diese Angst vor der Narkose, die kennen Sie ja sicherlich. Muss man Angst haben davor? Nee, muss man nicht. Narkosen sind heute in den westlichen Ländern vor allem sicher. Es gibt da sehr gute Zahlen drüber, dass schwere Zwischenfälle extrem selten sind. Mhm. Wenn man sich einer Anästhesie unterzieht, ist man auf jeden Fall sicherer als im täglichen Straßenverkehr und mindestens so sicher wie in der Luftfahrt. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, das klingt ja schon mal vertrauenserweckend. Wenn ich jetzt zu Ihnen käme als Patient, wie würden Sie mich näher führen, sagen wir mal, der Narkose? Wie bringen Sie mich in dieses Thema? Also prinzipiell kommen Sie ja mal zu mir, nicht weil Sie gerne Narkose haben möchten, sondern weil eine Operation oder irgendein Eingriff ansteht, der Ihnen empfohlen wurde, dem Sie sich unterziehen müssen, wo man irgendwie Narkose für braucht. Insofern ist das natürlich erstmal der Punkt, an dem wir uns unterhalten, was soll denn eigentlich gemacht werden? Und aus Ihren Vorerkrankungen, die Sie haben und dem, was operiert werden soll, würde ich Ihnen ein Narkoseverfahren vorschlagen, was zu Ihnen als Patient und zur Operation ideal passt. Dazu muss ich eigentlich viel von Ihnen wissen. Wir führen ein längeres Gespräch über Vorerkrankungen, aber natürlich auch über Ängste, die Sie haben. Viele sagen, ich möchte auf keinen Fall was mitbekommen von meiner Operation. Viele sagen, mir reicht schon die Vorstellung, dass ich überhaupt in einem Operationssaal bin. Das macht mir Angst. Auch darüber muss gesprochen werden. Also es gibt erstmal im Vorfeld einiges an Gesprächen zu führen, aber auch einiges an, ich sag mal, medizinischen Befunden zu sehen, bevor man dann mit dem Patienten über das geeignete Narkoseverfahren sprechen kann. Jetzt weiß man ja, wenn man in so einem Vorgespräch ist, dass man auch Unverträglichkeiten nennen soll. Aber ich würde jetzt von mir denken, ich wüsste gar nicht, was ich nicht vertrage. Also kann da was Böses draus werden? Naja, im Grunde genommen möchte der Anästhesist natürlich ein umfängliches Bild haben von dem Patienten und es gibt einen strukturierten Fragenkatalog, den wir abfragen, damit eben auch solche Dinge nicht übersehen werden. Und in der Regel reicht es aus, wenn ich Sie beispielsweise nach Unverträglichkeiten frage oder nach Allergien, dass Sie mir das sagen, was Sie bis dahin schon wissen. Und damit können wir viel anfangen und das reicht in der Regel aus. Natürlich gibt es immer wieder mal auch Patienten, die wissen von irgendeiner Allergie überhaupt nichts, von einer Unverträglichkeit, dann gibt es natürlich Möglichkeiten für uns, das während der Operation oder während der Narkose auch zu sehen, dass beispielsweise ein Medikament nicht vertragen wurde. Und wir können entsprechend darauf reagieren. Also wenn man eine allergische Reaktion hat und hat einen Anästhesisten neben sich, dann ist man da in besten Händen. Das können wir behandeln. Ja, genau, weil Sie mich ja im Blick behalten. Wenn ich mich nicht irre, leiste ich ja eine Unterschrift, glaube ich, auch bei Ihnen, also bei den Anästhesisten. Welche Verantwortung übernehme ich damit eigentlich mit dieser Unterschrift? Naja, also juristisch gesehen ist es natürlich so, dass immer dann, wenn an Ihnen was gemacht wird, ein operativer Eingriff oder eine Anästhesie, wir dafür eine Einwilligung von Ihnen holen müssen. Damit geben Sie uns das Recht, dies, was wir vorher mit Ihnen besprochen haben und eben genau auch nur das zu machen, weil alles andere juristisch gesehen eine Körperverletzung darstellen würde. Insofern geben Sie uns mit Ihrer Unterschrift das Vertrauen und das Recht, das mit an Verfahren anzuwenden, was wir vorher mit Ihnen besprochen haben. Kann ich denn trotzdem noch die Reißleine ziehen? Also jederzeit. Notfalls sogar noch im OP sagen, ja. Oh, jetzt habe ich doch Angst, ich will genau. Nicht Schluss, aus. Jederzeit. Also stellen Sie sich vor allem auch mal ganz elektive Operationen vor. Vielleicht Sachen, wo nichts von abhängt, was ganz undringlich ist. Da können Sie jederzeit sagen, ich habe mir das anders überlegt, das möchte ich doch nicht haben. Und Sie sind sozusagen als Patient der Herr im Ring, der Chef im Ring und sagen, das möchte ich jetzt doch nicht. Oder ein gestern besprochenes Narkoseverfahren, was Sie mir empfohlen haben, möchte ich nicht haben, können wir doch was anderes machen. Es ist im Grunde genommen Ihr Einspruch jederzeit willkommen
und muss dann bedacht werden. Okay, dann sprechen wir mal über die unterschiedlichen Narkosemöglichkeiten. Als erstes fällt mir ein die Vollnarkose. Das ist ja auch die, vor der die meisten wahrscheinlich Angst haben, weil man da wirklich weg ist oder es sich so vorstellt. Wann muss eine Vollnarkose sein? Also es gibt einige Bereiche am Körper, die man nicht operieren kann, ohne dass man eine Vollnarkose hat. Dazu gehören zum Beispiel Operationen am Herzen, Operationen am Kopf, meist auch im Kiefer- und Gesichtsbereich, Operationen an den Lungen, die großen Operationen am Bauch, die lassen sich nicht mit einer Regionalanästhesie machen. Da muss man eine Vollnarkose wählen und da weiß der Anästhesist gut Bescheid, an welchen Stellen das möglich ist und an welchen Stellen eben nicht. Also da muss man dem Anästhesisten vertrauen, wenn er sagt, diesen oder jeden Eingriff müssen wir in der Vollnarkose machen. Vollnarkose hat ja den Ruf, zum Beispiel Übelkeit zu erzeugen. Ist das heute noch so? Ja, das ist tatsächlich immer noch so, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man Übelkeit nach einer Vollnarkose hat, in Deutschland, je nachdem, ob man Frau ist oder Mann, je nachdem, ob man Raucher ist oder Nichtraucher ist, bis zu 20% sein kann. Es gibt aber durchaus, wenn wir das wissen, dass es Patienten mit so einer Neigung zu uns kommen, gibt es durchaus Methoden und Möglichkeiten, auch bei einer Vollnarkose, die so zu steuern und die Medikamente zu verwenden, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering wird. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Also Frauen wird eher übel. Mhm. Und wie ist das mit den Rauchern und den Nichtrauchern? Ja, das ist ganz interessant. Es gibt ein Scoring-System, was uns sagt, wie wahrscheinlich wird es denn sein, dass ein Patient nach einer Operation Übelkeit haben will. Und da muss man als Frau, die nicht raucht und eine längere Operation vor sich hat, schon davon ausgehen, dass sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Übelkeit haben wird. Da werden wir schon gleich mit entsprechenden Medikamenten sozusagen prophylaktisch agieren, weil wir wissen, dass das ein Patientengut ist, die darunter leiden wird. Eine andere Angst, die man hat, wenn man eine Vollnarkose bekommt, weil man auch weiß, dass es ein großer Eingriff dann ist, dass man währenddessen aufwacht. Wie verhindern Sie das, diese Wachheit? Ja, das ist auch gar kein leichtes Thema. Viele Menschen haben tatsächlich davor Angst, dass sie vielleicht während der Operation aufwachen, Stimmen hören, etwas erleben. Und es gibt leider nach wie vor in der Anästhesie kein Maß für Anästhesietiefe. Ich kann nicht sagen, der Patient hat jetzt eine Anästhesie von 15, dafür gibt es kein Maß. Wir gucken tatsächlich bei Vollnarkosen mit unserer Erfahrung auf den Patienten, ob der Patient eine Herzfrequenzsteigerung hat, ob der Blutdruck hoch ist. Das sind für uns so indirekte Anzeichen für eine eventuell zu flache Narkose. Da braucht es auch viel Erfahrung für. Zusätzlich haben wir Geräte, die uns Hirnstromaktivitäten aufzeichnen und anhand dieser Hirnstromaktivitäten können wir schon mit einer relativ großen Sicherheit sagen, hier ist eine Narkose ausreichend tief oder eben zu flach. Das ist ein gutes Hilfsmittel, was wir zusätzlich anwenden. Ja, und eben das ständige Draufschauen, quasi unablässig darauf, wie der Patient sich verhält. Ich stelle mir vor, dass ein Narkosearzt so ein bisschen die Funktion eines Fluglotsen hat. Wir haben den Patienten als Mensch, so wie er vor uns liegt, aber auch die Apparate, an denen er Lebensfunktionen erhalten bekommt, wie zum Beispiel die Beatmungsmaschine, permanent unter Kontrolle. Ein Anästhesist ist zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Sekunde bei der Operation, bei der Narkose, neben dem Patienten, bei dem Patienten. Mhm. Angenommen, es wäre möglich, bei der OP eine Teilnarkose zu machen oder wie Sie es nennen, eine Regionalanästhesie. Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es da? Also sehr schöne alternative Verfahren, die Regionalanästhesien zur Vollnarkose. Es gibt zum einen mal die Möglichkeit einer Spinalanästhesie, der Volksmund sagt die Rückenmarksanästhesie, was ja bei Schwangeren zum Beispiel auch weit verbreitet ist, alleine schon um den Geburtsschmerz zu mindern. Wir können alle Eingriffe an den unteren Extremitäten, ab Hüfte abwärts, sag ich mal, bis zu den Füßen in einer solchen Rückenmarksanästhesie machen. Das Verfahren beherrscht jeder Anästhesist, es ist weit verbreitet. Und wenn gewisse Vorbedingungen erfüllt sind, was die Blutgerinnung angeht oder auch die Beschaffenheit des Rückens, dann kann man das gut machen. Und es ist sicher und eine gute Methode. Viele Patienten haben ein bisschen Angst davor und wollen das nicht so gerne. Aber wenn man denen die Vorteile erklärt und ihnen eben auch erklären kann, dass sie trotz der Spinalanästhesie mit einem leichten Schlafmittel im OP wenig mitbekommen, dann ist das immer wieder eine sehr, sehr gute Anästhesiemethode für die unteren Extremitäten. Das heißt also, es ist dann keine Vollnarkose mehr. Zusammen mit einem Schlafmittel bekomme ich trotzdem nicht mit, was da alles geredet wird im OP.
oder so? Ja, genau. Also das ist dann keine Vollnarkose und mit, ja, ich sag mal, sedierenden, schlafbringenden Medikamenten haben Sie dann keine Narkose, aber wir stoßen einen leichten Schlaf an. Viele Patienten brauchen das dann auch hinterher nicht mehr. Die haben vorher Angst, dass sie was mitbekommen. Wenn sie aber dann merken, dass ihre Anästhesieform, die sie gewählt haben, nämlich die Spinalanästhesie, gut funktioniert, dann fällt eine große Last von denen ab und die schlafen manchmal tatsächlich von alleine dann ein. Trotzdem, dass sie im OP sind. Muss man denn den gesamten Unterleib dann betäuben oder kann man auch Teile betäuben, nee, zum Beispiel den Fuß? Betäuben. Genau, das ist ein guter Hinweis. Also man kann nicht nur die zentrale Nervenleitbahn im Rückenmark betäuben, sondern man kann auch einzelne Nerven betäuben. Das bietet sich an, zum Beispiel bei allen Operationen an der Hand, bei allen Operationen ab Schulter abwärts. Mhm. Da kann der Anästhesist einzelne Nerven zum Beispiel mit dem Ultraschallgerät aufsuchen und die unter Sicht mit Lokalanästhetika umspülen und nach 10 bis 20 Minuten sind diese Nerven dann blockiert. So ein bisschen wie beim Zahnarzt, da kennt man so dieses Gefühl, dass man zwar dann ein Gefühl für das Körperteil noch hat, aber die Schmerzen dann eben komplett weg sind. Aha. Und dann können Sie unter diesem Ultraschallgerät genau sehen, welchen Nerv Sie da mit, mit dem Betäubungsmittel umspülen, glaube ich, also erwischen? Ja, genau. Also das ist die ultraschallgeführte Regionalanästhesie hat einen unglaublichen Lauf genommen in den letzten Jahren. Das ist mittlerweile ein weit verbreitetes Thema unter Anästhesisten. Und da braucht man einige Jahre Expertise und einige Jahre, ich sag mal, eine Lernkurve. Aber dann ist man doch in der Lage, auch kleinste und feine Nerven im Ultraschall zu erkennen und diese eben gezielt mit Lokalanästhetika zu umspülen. Hilfreich bei allen Operationen am Fuß oder bei Operationen, wie eben schon gesagt, an oberen Extremitäten, Schulter, Ellenbogen, Hand. Und an der Stelle kann man eben auch für sehr, sehr kranke Patienten hilfreich sein, weil nämlich nicht alle Patienten von ihren Vorerkrankungen her sich für eine Vollnarkose eignen. Das muss man einfach sehen, dass man durchaus mit der Regionalanästhesie ein schonendes Verfahren an der Hand hat, mit dem Patienten, die andere Vorerkrankungen haben, gut behandelt werden können. Geht da die Spritze genau da hinein, wo operiert werden muss? Oder wo wird die Spritze angesetzt? Nee, diese Regionalanästhesie muss immer oberhalb des Operationsgebietes angesetzt werden. Also beispielsweise, wenn Sie an der Schulter operiert werden, dann muss man die Nerven schon oberhalb der Schulter treffen, also zum Beispiel am Hals, dort, wo die Nerven aus der Wirbelsäule rauskommen, die die Schulter versorgen. Das sind Nervenwurzeln, die wir kennen und wo wir genau wissen, an diese Nervenwurzeln müssen wir Lokalanästhetika bringen. Dann ist alles, was unterhalb der blockierten Nerven liegt, betäubt. Und gibt es da ein Risiko, wenn man jetzt mit der Nadelspitze in den Nerv oder an den Nerv geht, dass da womöglich nachher was bleibt, was ich nicht will? Prinzipiell besteht das Risiko. Deswegen braucht es eben Expertise. Früher hat man diese Nerven auch schon betäubt. Das ist jetzt kein ganz neues Verfahren. Früher hat man das mit elektrischen Strömen gemacht. Und die Idee war, ich bringe meine Nadel so dicht an den Nerven, dass ich gewisse Kennmuskeln mit einem Nerven- oder Impulsstrom dann aktivieren kann. So hat der Anästhesist früher gesehen, er ist ausreichend dicht am Nerven dran. Und früher gab es auch schon die Situation, dass Nadeln in den Nerven eingebracht wurden, wo sie gar nicht hin sollen. Wir wollen die Nadel vor den Nerv bringen und wollen Lokalanästhetika rund um den Nerv bringen, aber nicht in den Nerv. Heute ist es mit der ultraschallgeführten Regionalanästhesie wesentlich eleganter. Wir haben Kontrolle über die Nadelspitze, weil wir sie auf dem Bildschirm sehen können. Wir sehen, wo die Nadel ist. Und wenn man da Erfahrung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dort Komplikationen zu verursachen, sehr, sehr gering. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.